Hallo, mein Name ist Anita Kieselker und ich bin Dozentin an der Fachhochschule St. Pölten im Studiengang Physiotherapie. Im Januar 2015 habe ich erfahren, dass ich eine neue Lehrveranstaltung übernehmen soll, und zwar die Lehrveranstaltung Neurologie in der Physiotherapie. Im Zuge der Vorbereitung auf diese Lehrveranstaltung habe ich mir Rückmeldungen aus den Vorjahren eingeholt. Folgende Problematik zeigte sich: Das Thema der Neurologie ist komplex, mit hoher Stofffülle. Für die Studierenden ist es schwierig, das Hauptproblem und Zusammenhänge zu erkennen. Es gibt den Wunsch nach mehr praktischen Erfahrungen in der Lehrveranstaltung. Daher erschien mir für diese Lehrveranstaltung ideal, das Inverted Classroom-Modell einzusetzen. Folgende Methoden sind in meiner Lehrveranstaltung zum Einsatz gekommen. Im Dr. House-Spiel sollten die Studierenden Sachverhalte aus Patientenvideos analysieren. Bei Activity ging es um Rollenspiele oder Pantomime-Spiele, um selbst Bewegungserfahrungen zu machen und zu beobachten. Als Quiz zur Lernzielkontrolle habe ich Kahoot und Moodle eingesetzt und die Studierenden beim praktischen Üben beobachtet. Aktives und selbstgesteuertes Lernen wollte ich unterstützen, indem ich den Studierenden unterschiedliche Fallbeispiele aus der Praxis gegeben habe und sie diese kritisch reflektieren und optimieren sollten. Hierfür mussten sie zuvor Qualitätskriterien entwickeln und im Verlauf noch gezielter ausformulieren. Blended Learning kam zum Einsatz im Sinne von Webrecherchen, Einsatz von Padlet, E4Pad und Moodle. Zu Beginn der Lehrveranstaltung haben die Studierenden auf Padlet ihre Erwartungshaltungen an die Lehrveranstaltung kommuniziert. Hier, auf E4Pad, erhielten die Studierenden den Auftrag, Kriterien zu sammeln, die für sie einen gelungenen physiotherapeutischen Prozess in der Neurologie ausmachen. Der klassische Vortrag in der Lehrveranstaltung war den Studierenden sehr wichtig, wurde jedoch durch Lehrvideos außerhalb der Lehrveranstaltung unterstützt. Sie bleiben hier, halten Sie den Kontakt mit mir und jetzt kommt die Übung. Hand hinauf und hinunter. Und hinunter und Sie bleiben im Kontakt. Und hinauf und bleiben und hinunter. Bleiben Sie mit dem Kontakt bei mir. Um zu ermöglichen, vertiefende Lehrinhalte nachzulesen, wurde zusätzlich ein ergänzendes Skriptum erforderlich. In diesem habe ich essentielle Kenntnisse markiert. Ziel des praktischen Übens und der Supervision in der Lehrveranstaltung war es, dass die Studierenden eigene Fragen generieren. Und für die Patienten- und Patientinnenkontakte ließ ich die Studierenden sich in Co-Teams einteilen, damit sie gemeinsam in Kleingruppen lernen und üben können. Im Zuge der Durchführung der Lehrveranstaltung sind mir einige Vor- und Nachteile aufgefallen und auch das Feedback der Studierenden war sehr hilfreich. Um im nächsten Durchlauf die Methoden noch gezielter einzusetzen und diesmal gemachte Stolperfallen zu vermeiden.